Willkommen bei der CWDI Sport App. In diesem neuen Tutorial sehen wir uns an, wie man eine Trainingseinheit speichert. Nachdem Ihre Trainingseinheit beendet ist und Sie zurück im Stall sind, legen Sie den Sattelgurt einfach auf den Boden und bringen Sie Ihr Telefon in seine Nähe. Bitte immer von links, dann brauchen Sie nichts mehr zu tun. Der Sattelgurt sendet alle Daten eigenständig an Ihr Smartphone. Um die Trainingseinheit, die Sie gerade beendet haben, in der App zu finden, gehen Sie einfach in die Registerkarte Aktivitäten im horizontalen Menü am unteren Bildschirmrand und wählen dann ausstehend oben rechts am Bildschirm aus. So können Sie auf alle Trainingseinheiten zugreifen, die noch nicht gespeichert sind. Klicken Sie jetzt auf das Training, das Sie interessiert. Hier nehmen wir als Beispiel das vom 25. Mai um 17.20 Uhr. Dann können Sie auf alle Einzelheiten der Trainingseinheit zugreifen. Um sie zu speichern, klicken Sie auf Bearbeiten oben rechts am Bildschirm. Sie gelangen auf eine neue Seite, auf der Sie den Reiter und das Pferd dieser Trainingseinheit sowie die Kategorie der Trainingseinheit auswählen müssen. In unserem Beispiel war der Reiter Zachary mit seinem Pferd Unil. Die Trainingseinheit war Gymnastizieren. Sobald die Aktivität gespeichert ist, erscheint sie unter Meine Aktivitäten. Genau hier, mit allen Trainingseinheiten von zuvor. Wenn das Pferd oder der Reiter der Trainingseinheit, die Sie speichern möchten, nicht aufgeführt sind, können Sie beide in der Registerkarte Pferde und Reiter hinzufügen. Keine Sorge, wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in einem der nächsten Tutorials. Okay, unser neues Tutorial ist damit zu Ende. Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken, um die nächsten Videos auf keinen Fall zu verpassen.